Am 1. September 1975, nur 1,5 Jahre nach dem Beschluss des Marktgemeinderates Meitingen, wurde der Kindergarten Herbertshofen mit einer Gruppe eröffnet. Schon ein Jahr später folgte die Errichtung einer zweiten Kindergartengruppe. Nach der Eröffnung einer dritten Gruppe am 1. September 2005 kam später ein Hort dazu. In unserem Haus für Kinder werden derzeit 90 Kinder von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr betreut. Zudem gibt es für Schulkinder in Herbertshofen noch das Angebot der nachschulischen Mittagsbetreuung. Die drei Kindergartengruppen haben Platz für je 25 Kinder. Die Altersstufe der Kindergartenkinder beträgt zwischen 2,5 und 6 Jahren. Die Kernzeit, in der wir intensiv mit den Kindern arbeiten, ist von 8 bis 12 Uhr. In dieser Zeit findet alles statt, was wir als Bildungsauftrag erfüllen möchten. Die Kinder können am Morgen in der Zeit von 7 bis 8:30 Uhr zu uns gebracht und ab ca. 12 Uhr je nach individueller Buchungszeit wieder abgeholt werden. Unsere tägliche Arbeit mit den Kindern orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, der die themenbezogenen Bildungsbereiche Werteorientierung und Religiosität, Sprache und Literatur, Mathematik, Naturwissenschaft, Umwelt, Ästhetik, Kunst und Kultur, Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport und Gesundheit beinhaltet. Ebenso werden die grundlegenden Basiskompetenzen der Kinder gefordert und gefördert. Diese sind zum Beispiel Selbstwahrnehmung, motivationale, kognitive, physische, lernmethodische und soziale Kompetenzen, Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz, Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und zur demokratischen Teilhabe und Resilienz. Um unsere Kinder ganzheitlich zu fördern, arbeiten wir auch mit externen Bildungspartnern zusammen. Das sind zum Beispiel die Schule, der Obst- und Gartenbauverein, die Freiwillige Feuerwehr, kulturelle Anbieter wie Museen und die örtliche Kirche. In Zusammenarbeit mit der Schule bieten wir bei Bedarf den Vorkurs Deutsch 2.4.0 für Vorschulkinder an. Ebenfalls gibt es für die Vorschulkinder mit einer Lehrerin der Grundschule eine Kindergarten-AG. Hier lernen die Kinder spielerisch die Schule und die zukünftigen Lehrer kennen und sind so besser für den Übergang in die Schule gerüstet. Regelmäßige Elterngespräche, Elternabende und Entwicklungsbeobachtungen der Kinder gehören auch zu unserem Alltag. In unserer Einrichtung gibt es, wie bereits genannt, auch eine Hortgruppe mit 15 Kindern von der 1. bis zur 4. Klasse. Die Altersspanne der Hortkinder liegt etwa zwischen 6 und 10 Jahren. Die Betreuungszeiten für den Hort sind von 13 bis 17 Uhr buchbar. Das bedeutet, dass die Kinder nach Unterrichtsende erst einmal in die nachschulische Mittagsbetreuung gehen. Dort können sie spielen und Mittagessen. Nach dem Mittagessen gehen sie gemeinsam in den Hort. Hier werden sie dann von Montag bis Donnerstag bei den Hausaufgaben betreut. Freitags werden die Hausaufgaben von den Kindern zu Hause erledigt. Auch die Hortkinder haben ein Angebot an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei uns. Die nachschulische Mittagsbetreuung empfängt die Kinder direkt nach der Schule in den Räumen an der Schulturnhalle. Hier ist eine Betreuungszeit von Montag bis Freitag von 11.15 Uhr bis 15.30 Uhr möglich. Wie im Hort auch, werden die Schulkinder von Montag bis Donnerstag bei den Hausaufgaben betreut. Freitags werden die Hausaufgaben von den Kindern ebenfalls zu Hause erledigt. Auch die Kinder in der Mittagsbetreuung haben ein Angebot an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Sehr gerne nehmen wir Ihre Anmeldungen entgegen und beantworten Ihre Fragen.